Moin Moin YouTube und willkommen zu einer Runde Metal Gear Survive angezaugt. Das ist jetzt hier ein kurzes Fazitvideo, mein erster Eindruck von dem Spiel, weil es ja von den Fans stark in der Kritik ist, weil es einfach kein Metal Gear mehr ist, sondern eher so ein Survival Game, wo man halt gegen so eine Art komischer Kristall-Zombies antreten muss. Aber das werden wir jetzt alles hier in der kurzen Runde hier mal antesten, Leute. Also, los geht's! Wir spielen jetzt hier online mit drei weiteren Mitstreitern. Oder zwei. Eben waren wir noch zu dritt, also zu viert insgesamt. Aber eines ist rausgekommen, wir sind jetzt zu dritt insgesamt. Wir müssen jetzt zu dem Posten dorthin gehen und dafür haben wir jetzt insgesamt 5 Minuten Zeit. Da vorne warten auch schon die ersten Zombies. Ich guck mal kurz, was wir ausrüsten werden. Einen Bogen, weil es ja eine leise Waffe ist praktisch. Ich habe jetzt keine Schlagwaffe dabei, weil ich mal versuchen wollte, die ganzen Waffen auszuprobieren, die ich jetzt freigeschaltet habe. Darunter jetzt einmal ein schönes Sturmgewehr, eine Schrotflinte, eine Pistole und halt diesen Bogen hier. Dann schauen wir einfach mal, wie wir damit zurechtkommen werden, Leute. Hier sind so komische Portale zu der anderen Welt, denn wir sind nicht in der normalen Welt von Metal Gear, sondern in irgendeiner anderen Welt. Weiß jetzt auch nicht genau, in welcher Welt das sein soll. Keine Ahnung. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das alles hier entwickeln wird. Können wir das eigentlich hier mit dem Bogen? Jawohl. Können wir auch mit dem Bogen kaputt machen, sehr schön. Weil wir können ja auch verschiedene Sachen farmen in dem Spiel. Holz, Metall, alles mögliche, was hier so rumfliegt und kreucht. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir halt diese Rohstoffe einsammeln werden. Aber das werdet ihr auch gleich alles noch sehen, wie das dann alles ablaufen wird. Komm, Teammate, mach ihn kaputt. Muss man ja alles selber machen, oder was? So, können wir den auch mit dem Bogen kaputt machen? Ah, brauchen wir aber 3 Pfeile für. Na gut, das werden wir einfach mal so machen, dass wir ein bisschen Eisen einsammeln werden. Und ich werde auf jeden Fall euch die ganzen anderen Sachen oder Waffen zeigen, die ich noch habe. Komm schon, jawohl, okay. Ja, haben wir das schon mal eingesammelt hier. Man kann auch Zäune und sowas bauen. Das werden wir auch machen gleich. Kurz bevor die Runde hier anfängt. So, hier wird gleich dieses Objekt starten, also dieser komische Behälter, der die Rohstoffe sammeln wird. Wie gesagt, den Sinn der Story habe ich noch nicht ganz verstanden. Keine Ahnung, werden wir noch alles sehen, wahrscheinlich im fertigen Spiel. Jetzt will ich erstmal testen, ob ich mir das Spiel überhaupt wirklich holen werde oder nicht. Und das ist halt eine Beta für alle, also jeder kann sich die Beta hier runterladen, also ein PlayStation-Nutzer halt. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, falls ihr euch noch überlegen solltet, euch das Spiel zu holen. Ich werde euch dann am Ende des Videos mein Fazit zu dem Spiel geben, ob ich es mir jetzt holen werde oder nicht. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denn mehr von dem Spiel überhaupt sehen wollen würdet. Oder ob euch das Spiel überhaupt eiskalt lässt. Grafikmäßig ist es halt eigentlich identisch mit Metal Gear Solid 5. Also keine weiteren großen Verbesserungen, meiner Meinung nach. Naja, ist halt ein bisschen schade, wenn das Spiel halt in diesem Jahr auch eigentlich erst rauskommt. Aber so ist es halt manchmal. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal wieder zur Basis hier. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Und dann werde ich, glaube ich, ein paar Zäune aufbauen. Man hat ja auch so eine Ausdaueranzeige. Jetzt ist meine Ausdauer komplett auf 0 gewesen. Das heißt, ich kann mich jetzt erstmal nicht bewegen. Halleluja. Und jetzt geht's wieder voran. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier in dem Basisbereich hier. Hat auch ein Kollege schon dieses komische Objekt hin positioniert, den Wurmloch-Bagger, also richtig, richtig krass, würde ich mal sagen. So, hier können wir dann Gegenstände herstellen, praktisch. So, und jetzt geht es auch die Runde schon los. So, unten rechts ist so eine Karte, wo wir sehen können, von wo die Gegner kommen werden. Da fallen sie auch schon aus diesem komischen Wurmloch raus. Wir werden mal hier was hin platzieren, so ein Stacheldrahtzaun. Here we go. Ich guck mal, aus der Richtung wird auch noch was kommen. Aus der Richtung nicht. Und aus der Richtung auch nicht. Also hauptsächlich aus der Richtung hier. Dann werden wir uns den Bogen, denke ich mal, schnappen. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein paar Pfeile herstellen, weil wir haben jetzt noch insgesamt 18 Pfeile. Und wir haben so eine Eisfalle. Warte mal, Leute. Ich will mal so eine Eisfalle herstellen. Platzieren wir sie mal hier. Zack. Also die KI der Gegner ist nicht wirklich schlau, muss ich sagen. Also die sind eher gesagt dämlich. So, schieße mal einen Pfeil auf sie. Pam! Das war ein Headshot. So, schauen wir mal gleich, was passiert, wenn er auf die Eifläche drauf
Nichts. Okay, es passiert einfach gar nichts, wenn sie auf die Eisfläche rauftreten. Der Zoll. Na gut, ich dachte, sie werden mir verlangsamt oder sowas oder rutschen dabei aus, aber irgendwie scheint da nichts bei groß zu passieren. Aber gut. Rüsten wir doch mal nicht die Pistole, sondern hier die Hauptwaffe. Also dieses Maschinengewehr. So, wir müssen halt so eine Wellenanzahl überleben. Zeit bis zum Ende der Runde sind es jetzt noch 28 Sekunden und dann kommt es zur nächsten Welle. Und unten rechts kann man noch sehen, gesamte ausgrabende Iris-Energie. Und da sind wir gerade auf dem Status C gleich. Und S ist natürlich das Beste, E das Schlechteste. So, dann können wir hier mal unsere Sturmgewehr. Hier kann man auch in die Ego-Perspektive wechseln. So, holen wir hier kurz ein paar weg. Da habt ihr gesehen, die macht schon ordentlich Schaden. Jetzt haben wir noch ein Magazin. Das heißt, das werde ich erstmal aufsparen. Und jetzt werden direkt alle Gegner, aber auch alle Gegenstände, die wir platziert haben, das heißt Zäune, MGs und so weiter oder Fallen auch, werden halt zerstört. Und jetzt für die zweite Runde haben wir nochmal 3 Minuten Zeit, um es wieder komplett neu auszurüsten. So, dann werden wir mal gucken, was wir hier herstellen können. Wobei ich werde hier nichts groß mehr herstellen. Das Wichtige ist jetzt erstmal Munition. So, gehen wir hier mal ran, Munition herstellen. Gewöhnliche Pfeil können wir herstellen. Wenn wir da erstmal ein paar herstellen, zack. So, und die werden wir auch direkt ausrüsten, zack. So, jetzt werden wir wieder ein paar hier herstellen. Zack, zack, zack. Zu viele, wir gehen. So, und können wir die noch irgendwo ausrüsten? So, jetzt haben wir insgesamt 30 Pfeile. Können wir halt, wie gesagt, nach jeder Runde wieder herstellen. Wir können aber auch die Pfeile, die wir verbraucht haben, wieder aufsammeln vom Boden. Okay, da hat der eine Teammate schon alles oder viel gelootet. Okay. Na gut. Gehen wir hier durch und dann werden wir noch ein paar Zäune platzieren. Und wie ihr sehen könnt, jetzt auf der Karte ist hier was blau markiert. Da will ich mal kurz hingucken, was das hier bedeuten mag. Da scheint irgendein Gegenstand für uns zu sein. Okay, dann werden wir erstmal. Warte mal, kann ich den eventuell. Ah! Ich dachte, wir können halt hier schön. Zack, das haben wir jetzt eingesammelt. Was auch immer das jetzt war, aber egal. Gehen wir wieder zurück. Die zweite Runde beginnt jetzt, Leute. Unser Wurmloch-Bug hat noch genug Energie. Jetzt werden auch verschiedene Gegnerwellen kommen. Also verschiedene Arten von Gegnern, so fette. Okay, ich muss kurz überlegen. Ich stelle mir hier mal einen hin. Zack, das sieht schon mal gut aus. Hier genau so ein Bomber-Typ. Also jetzt kommen auch schwierige Gegner, die uns das Leben halt nicht so einfach machen werden wie die anderen Gegner zuvor. So, zu dem werde ich erstmal hingehen, da ist noch einer. Wobei hier ist der Eisfläche, gehe ich erstmal zu dem hier. Und hier muss man erstmal auf die Beine schießen, weil oben ist er gepanzert. Oh. Und da macht man nicht so viel Schaden. So, hier schön ins Knie. Jawohl, den haben wir. Jetzt schnell zu dem. Oh, hier sind zwei. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. So, die müssen wir schnell ausschalten. Und immer schön auf die Beine zielen. Ist in der Bewegung nicht. Oh, da habe ich jetzt durch die Beine geschossen und wieder durch die Beine geschossen. Ich bin ein richtiger Pro. So, den ersten haben wir. Jetzt den anderen noch. Oh, der geht in die Luft. Holy shit. Und dabei hat er auch erstmal schön unsere. Tor hier zerstört, mache ich mir direkt ein neues hin, weil hier kommen ja gleich noch ganz viele andere von diesen Zombie-Wesen. So, wie sieht sonst hier die Stellung aus? Hier kommen jetzt welche, okay. Dann werde ich hier mal durchschießen, jawohl. Okay. So viel Munition haben wir jetzt auch von dem Bogen gar nicht mehr. Ich glaube, ich ein bisschen Zeit, dass ich hier ein paar aufsammeln werde. So, ein paar liegen hier rum verteilt, die ich aufsammeln kann noch. Können wir uns die hier mal schon schnappen. Zack. Halt am besten mal versuchen, den Kopf zu schießen, was halt nicht immer so einfach ist, weil der Kopf ja gar nicht mehr so groß ist, weil so viel abgesplittert ist durch dieses komische Kristallzeug. So, hier liegt auch wieder ein bisschen Munition für uns rum. Zack, zack, zack. Wir gehen wieder zurück zu der Basis. Wir haben jetzt noch 9 Pfeile. Oh hier, jetzt sind sie auch direkt schon da. In der letzten Runde werden wir noch unsere schweren Geschütze auspacken hier. So, hello? Ist hier irgendjemand? Oh, hier ist direkt einer. So. Pfeil. Kriege ich unseren Pfeil wieder? Ja. Okay. Alright. Okay, da hinten kommen noch ganz viele Gegner.
Wir haben jetzt noch 34 Sekunden und dann haben wir die Welle auch schon bestanden. Sehr nice. So. Okay, einer hat da ausgerüstet, dass es halt praktisch beschleunigt ist, das Ganze. So, jetzt müssen wir mal die Menge hier aufhalten. So, werden wir die Schrotflinte auspacken hier. Zwei Schuss im Magazin. Ist okay. Bam und bam. Sehr nice, Leute. Sehr nice. So gefällt mir das. So muss es laufen. So, jetzt wird gleich wieder alles in die Luft gejagt. So, Welle 2 beendet. Jetzt haben wir noch eine dritte und letzte Welle. Und die startet wieder in 3 Minuten. Okay. Dann gehen wir wieder hier durch und werden wir ein bisschen Munition herstellen. Hier liegt noch ein bisschen Kupfer für uns. Sammeln auch direkt ein. So. Herstellen. Was können wir noch alles herstellen? 12 GA Munition. Machen wir das mal. So, das war's auch. Hier noch ein paar gewöhnliche Pfeile. Machen wir so viele, wie es geht. So, jetzt sind wir da auch wieder voll. So schwere Pfeile können wir nicht mehr machen. Okay, alles klar, Leute. Gut, dann rüste ich hier mal die Pistole aus. Ich leg gerade, da sind schon mal zwei Zäune platziert. Ich werde hier noch einen weiteren Zaun hin platzieren. So, jetzt haben wir noch hier ein paar Stacheldrahtzäune. Von hier hinten werden auch welche kommen. Und da ist auch was blau. Ich will gerade, kann ich hier über den Zaun springen? Jawohl. Wir sind ja so gelenkig. Werden wir da hinten hinsprinten, weil auf der Karte ist so ein kleiner roter Zirkel. Wechseln wir wieder zum Bogen. So, hier noch ein paar von diesen komischen kubanen Energierohstoffen für uns. Oh, da ist schon ein gepanzerter Gegner. Können wir hier rüber überhaupt? Und hier ist so eine komische, ich weiß nicht, was das ist. Flüssigkeit oder so. Oh, what the fuck? What the fuck, Leute? Okay. Gehen wir mal hier ganz langsam vorbei. Vielleicht können wir den von hinten direkt ausschalten. Okay, der ist anscheinend nur bewusstlos geworden. Rennen wir mal zu diesen hier, diesen gepanzerten Teilen hier. Mal gucken, ob wir die direkt ausrüsten können. Das ist ja schon mal ganz nice. Walker Gear. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir die doch bestimmt ganz nice ausschalten können, oder? Wobei, die halten ziemlich viel aus. Ey, okay, jetzt sind wir anscheinend überhitzt. Aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus, Leute? Wie kommen wir hier raus? So, Überhitzungsanzeige ist weg. Haben wir eigentlich irgendwo eine Munitionanzeige oder so? Bin mir jetzt nicht sicher. So, den können wir schön ausschalten. Wow, geil, wenn die keine Ausrüstung haben. Also Panzerungen, dann sind sie richtig easy zu eliminieren. Nice, und hier irgendwie auf den Kopf treffen, was auch nicht so einfach ist bei dem Teil. Okay, cool, cool. Die haben wir ausgeschaltet, so. Ah, die Tür wurde geöffnet, alles klar. Können wir auch sprinten mit dem Ding? Nee, anscheinend nicht. Aber jetzt haben wir hier so einen geilen Gearwalker. Bin mal gespannt, wie unsere Teamkollegen gleich reagieren werden. Wow, wo hast du das Ding denn her? Holy shit, man. Okay, wir sind jetzt auf einem guten Weg zu dem A-Rang praktisch. Stellen uns kurz mal hier hin als kleines MG. Aber das ist jetzt für mich auch neu, dass man so ein Ding hier ausrüsten kann. Das ist ja echt ganz nice, Leute. So, hier sind verschiedene Portale. Können wir den direkt hier ausschalten? Gepanzert, okay. Nice, dann haben wir direkt den gepanzerten ausgeschaltet. Also einen schweren Trupp praktisch. Okay, hier werden ganz... Oh mein Gott! Zombie-Apokalypse, Leute! Schalten wir sie alle mal aus. Hier erstmal die Schwächeren. Okay, jetzt sind wir wieder überhitzt. Das ist nicht gut. Laufen wir kurz mal weg. Mal gucken, ob wir direkt den... Oh, jetzt den Fetten. Okay, nice, Leute, nice. Alter, wie stark das Ding ist. Ey, das gefällt mir richtig gut. So, das Ding wird gleich in die Luft fliegen, ich weiß. So, die haben wir alle ausgeschaltet. Sehr cool. So, wo... Also auf der anderen Seite können wir ganz scheinen... Oh, hier ist ein Bomber. Wir laufen mehr in die Richtung, dass wir den direkt ausschalten können. So, immer schön auf die Beine zielen. Ist nicht immer so einfach. Jawohl. Und die halten ja... Haben wir keine Munition mehr? Okay, wir haben keine Munition mehr. Jetzt können wir anscheinend treten.
Bam, Junge. So, das hat sich schon mal gelohnt. So, wir steigen jetzt wieder von dem Ding ab. X. Okay, mit X steigen wir wieder ab, alles klar. Dann werden wir mal kurz zu unserer MG, also Sturmgewehr, wieder zurück switchen. Springen wir mal hier rüber. Zack. Wir sind ja richtig nice ausgerüstet. Sollte, glaube ich, jetzt kein Problem sein. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Nice. Und der andere Kollege hat den anderen Walker. Okay, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, unser Team ist sehr gut ausgerüstet. Und von da hinten kommen auch Gegner. Und der räumt jetzt auch hier erstmal schön alles ab. Oh, da leben noch ein paar. So, hier den schön weggeholt, den auch. Alles klar. Werden wir noch mal unser letztes Magazin hier verbrauchen bei den Gegnern. So, wieder Ego-Perspektive wechseln. Also wir brauchen anscheinend 2 Kopfschüsse. Mit dem Sturmgewehr. Ist okay. So, jetzt haben wir noch 13 Schuss. Alter, warum schießt du uns denn ab, ey? Da sind noch so viele Gegner hier. Manche haben halt echt Langeweile. Nein, wir sind leer. Okay, dann wechseln wir wieder zu dem Bogen. Alrighty. Ist noch irgendwas Außergewöhnliches hier auf der Karte zu sehen? Nö. So, jetzt noch 1 Minute. Ja gut, ist okay. Ist okay. So, ich leg grad Beschleuniger. Werden wir einsetzen hier den Beschleuniger. Dass wir halt mehr von diesem komischen Material einsammeln können. So, hier. Friss das, Zombie! Okay, wenn man sie einmal trifft, werden sie halt noch aggressiver, werden noch schneller. Also mit dem Bogen machen wir auch leider 2 Hits praktisch. So, zack. Mal zack. So, können wir hier nicht rüberspringen? Anscheinend können wir hier nicht rüberspringen. Wahrscheinlich, weil es von oben blockiert ist oder so. Okay, hier ist wieder so ein Fetter. Schießen wir direkt wieder auf die Beine. Aus dem Weg hier. Junge, auf die Beine! Oh oh. Komm schon. Komm, den holen wir uns noch. Jawohl, okay. Sehr schön, Leute. Okay, sehr schön. Das haben wir auch erfolgreich hier abgeschlossen. Bäm! Mission abgeschlossen. Aber wir haben fast S erreicht, aber nur fast. Schade. Aber gut, wir haben trotzdem 90.000 von diesen Energieteilen eingesammelt. Das ist doch, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Und dann werden wir einfach mal gleich noch eine weitere Mission starten. Einfach, weil es so nice war jetzt. Hallo, wie geht's euch, Bros? Kann man nicht irgendwie... Ah, hier kann man auch die Schulterperspektive wechseln. Ja, sammel die Energie ein, Junge. Sammel sie ein. Okay. Abschlussrang. Ah. Oh, da liegt irgendwas. Nice. Sammeln wir alles ein. Hier die Kisten für uns. Zack. Zack. Gibt es noch mehr Kisten? Noch mehr Kisten? Ich will mehr. Da, das ist noch eine Kiste. So, hier ist noch eine Kiste. Sonst irgendwo noch zufällig eine Kiste. Ah, hier liegen noch ein paar Pfeile von uns. So, okay. Wir essen hier das als unsere Belohnungen praktisch. Pam, 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 pam. Alles ungewöhnlich und selten, aber jetzt nichts Legendäres. Oder so. Okay, und wir sind Erster. Gesamt 4565. Edelstahl, Plastik, Flasche sauberes Wasser und Kuban-Energie 17.000. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück zu dem Menü. Am 22.02. seht ihr ja gerade 2018 erscheint das Spiel dann auch. Wir gehen dann wieder zurück. So Leute, wir haben die erste Mission auf einfach geschafft und jetzt zeige ich euch mal kurz mal das Hub praktisch, also diese, ja, diese Social Space, wo man hier so rumlaufen kann und seine Sachen verbessern kann und so weiter und so fort. Also hier kann man, ich bin mir auch nicht ganz sicher, also Waffenwerkbank. Also hier kann man jetzt verschiedene Waffen herstellen und so weiter, die man jetzt, glaube ich, bisher alle eingesammelt hat oder gefunden hat. Da werden wir jetzt aber erstmal nichts herstellen. Hier können wir auch Sachen kochen. Weiß es noch nicht, wofür das gut sein soll. Ich denke mal für das spätere Survival
Survival-Spiel, weil eigentlich haben wir bisher nur dieses Runden-Survival-Spiel gehabt. Hier auch so Gegenstände, Hüte und so weiter. Und wir können auch die Sachen verbessern. Mal gucken. Jawohl, verbessern wir mal unser schönes Sturmgewehr hier. Zack, mal gucken, ob wir es nochmal verbessern können. Jawohl. Nehmen wir her damit. Ja. Nochmal, Leute. Ja. So, einen Bogen vielleicht auch noch? Nee, den können wir nicht mehr verstärken. Okay, jetzt können wir nichts mehr verstärken, alles klar. Gut. Und hier können wir noch Heilung herstellen. Medizinische Station ist das. Aber brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier auf normal spielen gleich, ist es halt etwas anspruchsvoller. Aber bisher sind wir ganz gut vorangekommen, denke ich mal. So. Hier können wir noch verschiedene Zäune herstellen. Werden wir auch gleich mal machen. Stacheldrahtzaun haben wir. Holzzaun mit Stacheldraht. Normaler Zaun. Werden wir jetzt erstmal ein paar herstellen. Zack, 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 zack. Und die werden wir auch direkt ausrüsten. Here we go. So. Alles klar. Können wir noch irgendwas Tolles hier für uns herstellen. Vielleicht noch hier Elektrofalle können wir noch ein paar herstellen. Dass wir denn da auch voll sind. Rüsten wir auch aus. Zack. Sandsack halt. Okay. Köder. Mannschaftscocktails können wir auch ausrüsten. Oder zumindest herstellen. Mal gucken, ob wir die jetzt gleich ausrüsten werden. So, wo haben wir denn noch Platz? Für den einen Zaun werden wir das mal herstellen. Zack. Here we go. Jetzt haben wir noch Minen und Heilspray. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau, und hier können wir jetzt, glaube ich, auch die Mission auswählen. Wenn ich mich recht entsinne. Genau. Jetzt haben wir hier einmal die Mission normal. Und hier machen wir mal einfach ein Online-Spiel wieder. Und sehen uns dann gleich in-game wieder. So, hier wären wir jetzt auch schon in dem Hub wieder mit den vier, also mit den drei weiteren Kollegen. Wir sind jetzt zu viert. Mal gucken, wie lange das hält. So, Pfeil erstmal, also den Bogen ausgerüstet. 2, 1, go! Hier sind jetzt alle vier gespawnt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt hier, weil da ist irgendwie so ein komischer Nebel da hinten. Und unsere Kollegen grasen hier schon alles ab, ey, lass uns nichts übrig. Dankeschön, Dankeschön. Hallo? Ich will den Stuhl! Okay, anscheinend müssen wir den Stuhl vorher kaputt machen oder so. Und er gönnt sich natürlich den ganzen Shit. Lasst uns nicht übrig. Ja, vielen Dank, Leute. Das ist echt freundlich von euch. Na gut. Wir haben wieder 5 Minuten Zeit, um dorthin zu kommen, da hinten. Achso, okay. Okay, dann bin ich mal gespannt. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Es sind hier nur 200 Meter noch. So. Da sind auch schon die ersten Zombies. Ist ja die Frage, ob wir lieber ausweichen oder sie direkt konfrontieren sollen. Oh Mann! Ja, weil alle so gierig sind und das haben wollen. Die ganzen Ressourcen. Ich brenne immer noch. Warum brenne ich noch? Wuhu! Wie behindert. Okay, ich muss mich also hinwerfen. Damit ich dir nicht mehr weiterbrenne, alles klar. Hab's verstanden. Alter, Bogen ist schon nice. Bam, Junge. Stealth Kill. Das Gras brennt auch. Oh mein Gott. Okay, wo haben wir einen? Nice, in den Kopf, Junge. So will ich das sehen. So. Ach, das ist genau die gleiche Base. Ist ja enttäuschend. Nur ist hier ein bisschen mehr Nebel. Okay. Na gut. Ich dachte jetzt eher, dass hier was anderes noch kommt irgendwie. Also eine komplett neue Base. Aber wie gesagt, ist wohl nicht der Fall. Na gut, schade. So, dann gehen wir mal hier rein. Wow! Friss das, Junge!
Das sind unsere Ressourcen hier. Meins, alles meins, ja. Okay, wo liegt hier noch mehr Stuff für uns? Pam, 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 pam. Alles einfach einsammeln, Leute. Überall, wo Viereck draufsteht. Und hier nehmen wir alles mit, weil der Kollege hat ja auch eben alles geklaut. Machen wir jetzt genauso. So, ich bin mal gespannt, wie viele Runden jetzt hier gleich kommen. Und wie viel Gegner überhaupt, weil wir spielen jetzt auf normal. Normal ist natürlich jetzt nicht so krass Hardcore-mäßig drauf. Aber es ist halt ein anderer Schwierigkeitsgrad als einfach. Also mal gucken. So, hier die Töpfe noch und alles. Jetzt haben wir irgendwas bekommen. So, hier hinten ist anscheinend irgendwas. Da ist ein Springer. Da ist irgendwas. Okay, jetzt haben wir irgendwas eingesammelt und der ist hier crazy. Okay. Jetzt haben wir anscheinend ein Übergewicht, jetzt können wir nicht sprinten. Aber ich weiß jetzt nicht, woher das kommt. Ich meine, ihm kommt mir ja auch nicht sprinten. Und wie werden wir das ganze Gewicht jetzt los? Habe ich jetzt keine Ahnung. Aber gut, wir werden jetzt erstmal ein paar Objekte hier platzieren, ein paar Zäune und so weiter. Also hier werden anscheinend einige kommen. Wenn wir hier schön einen Zaun hinstellen gleich. So, die werden sich anscheinend hier den Weg kreuzen. Stellen wir hier mal was hin. Was werden wir hier mal hinmachen? Hier so ein Stromteil. Ist doch ganz nett, glaube ich mal. What the fuck? Okay. Guck mal, jetzt können wir wieder sprinten. Okay, jetzt hat man anscheinend so viele Objekte einfach. So, von wo werden denn noch welche kommen? Von da. Ich glaube, von da oben werden welche kommen, Leute. Holy Mau. Das war bisher noch nicht der Fall gewesen. Können wir trotzdem hier einen Zaun hin platzieren? Ja, okay, das ist nice. Und hier stellen wir meine Falle hin. Okay, hier können wir es nicht hinstellen. Alles klar, na gut, okay. Alles klar. Also von da oben werden anscheinend viele kommen. Wenn wir die schön mit unserem Bogen ausschalten, sollte ich, denke ich mal, kein Problem sein. Molotov Cocktails für den Kampf. Ein MG. Ach, MG brauchen wir auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht für die letzte Runde oder sowas. Auf jeden Fall werden wir erstmal mit dem Bogen hier hantieren. Hier liegt noch ein Reifen, den können wir noch einsammeln. Zack. So. Mal gucken, wie lang die Runden jetzt hier sind. Bisher sehe ich auch noch keine Rundenzähler, irgendwas in der Art. Jetzt wird's aktiviert. Hallo? Okay, Welle 1 beginnt, Leute. Diese Schippensieg. So, noch irgendwelche Gegenstände für uns. Zack, zack. Sammeln wir alles ein, Leute. Oh, da waren ja schon die ersten Gegner. Holy Mo. Okay, hier kommen jetzt Bomber anscheinend. Da ist ein Kollege. Wir sind ja zu viert. Also hinten sind ganz entfernt Bomber, aber es ist noch alles safe, alles gut. Kommt von hier welche? Nö. Von hier müsste irgendwo einer kommen, jawohl. Okay. Von wo noch? Irgendwo hier müssten welche sein. Schauen wir die mal schön entspannt aus. Oh, der läuft weg. Bleib stehen, Junge! Wir werden dich ausschalten. Okay. Also mit dem Feuerschaden ist echt nice. Hier in der Richtung ist irgendwas. Ich gehe mal hier längs. Weil hier hinten ist irgendwas noch Geheimes für uns praktisch. Oh, das sind echt viele Leute. Holy shit. Hier müsste irgendwas sein. Ah, hier. Da ist eine Kiste. Erwischen wir den noch? Jawohl. Sammeln wir das mal ein hier. Zack. So, was war das jetzt? Keine Ahnung, konnte ich es irgendwie nicht genau erfassen, was es ist. Gehen wir mal zu der großen Gegnermenge hier. Ich denke mal, wir können auch ganz gut... Okay, die machen hier schon ordentlich Schaden, das ist nice. Sehr schön, Jungs, so gefällt mir das. Hier kommen wieder welche. Nehmen wir mal einen Molotov-Cocktail, so heißt das Ding. Treffen wir. Okay, ein paar treffen wir. Zack. 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 Okay, und der verbrennt auch. Sehr schön, okay.
So, hier sind noch zwei Störenfriede. Okay, hier kann ich einen Pfeil aufsammeln, das ist schon mal nice. Hier ist eine Falle, okay. Gehen wir wieder in die Base zurück rein. Noch 40 Sekunden. Alles easy, alles easy. Von hier kommen jetzt einige. Von da ist, oder hier ist einer. So, der müsste jetzt, glaube ich, auch verbrennen. Mal gucken, ob wir es in den Fall aufsammeln können. Nee, okay, die Falle verschwinden. Alles klar. Na schön. So, noch 16 Sekunden. Ich will jetzt, glaube ich, für die restlichen Gegner hier keine Munition verschwenden, weil die kommen jetzt, glaube ich, in der Zeit nicht hierher. Nee. Dann lassen wir das erstmal so. Gehen wir mal hier hin und werden mal versuchen, Munition wiederherzustellen. So, herstellen. Gewöhnliche Pfeile, Flammenpfeile können wir leider nicht herstellen. Das ist schon mal schade. Aber hier die Munition für die für Sturmgewehr können wir herstellen. Das ist schon mal ganz cool. So ein paar Schuss zumindest. Zack. Haben wir 66 Schuss. Das haben wir voll. Schwerer Pfeil können wir herstellen. Machen wir auch mal. Flammenpfeil. Nee. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Guck mal, wo wir jetzt die gewöhnlichen Pfeile hinstellen können. In einen Extraköcher oder muss der mit? Hier rein, okay. So ist halt die Frage, wie wir die Munitionsart wechseln können. Warte mal. So können wir die wechseln, okay. So, nehmen wir erstmal noch die normalen Schuss praktisch. Und wenn es heikel wird, nehmen wir dann die besseren Munitionsteile. So, elektrische Falle. Platzieren wir einfach mal hier hin. Zack. Also von da hinten kommen wieder richtig viele Gegner anscheinend. Und da hinten ist auch wieder sowas Weißes, also sowas Blaues. Ein Objekt, was wir einsammeln können. Dann rennen wir doch mal da hinten, außer der Teamkollege ist schon auf dem Weg dorthin. Könnte natürlich auch sein, dass er das direkt abgrast und wir nichts von dem leckeren Kuchen abbekommen. Ah, gibt Schlimmeres. Okay, holt sich's schon. Alles klar. Achso, das gilt anscheinend für alle irgendwie. Also nicht nur für mich, sondern irgendwie, weil Anfrage abgeschlossen. Habe ich auch praktisch diese Bestätigung bekommen. So, hier werden anscheinend auch welche spawnen. Wenn wir auch mal hier eine Falle einfach platzieren, direkt bei ihrem Spawn. So, wieder zurück. Und dann werde ich noch ein paar Zäune aufstellen. So, hier Zaun, zack, zack. So, hier können wir nicht hinstellen, aber hier. Let's go. So, hier einfach zur Sicherheit. Hier würden sich hier kreuzen die Wege. Und einfach hier unten nochmal zur Sicherheit, falls es dann gar nicht mehr klappt. Okay, was haben wir hier? Dann machen wir hier Molotov-Cocktails. Ein MG könnten wir theoretisch auch noch aufstellen. Komm, das werden wir mal hier errichten, glaube ich. So, hier haben wir jetzt auch ein MG am Start. Dann rüsten wir hier nochmal eine Feuerfalle aus. Wobei, die werde ich noch nicht platzieren. Gehen wir mal ans MG. Und werden damit ein bisschen rumballern hier. So. X gedrückt halten. Alles klar, sind der MG. Nice, kann auch direkt Schaden zufügen. Okay, diese Mauer nervt jetzt ein bisschen. Okay, hier sind viele Gepanzerte. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis sie näher kommen. Hier ist auch noch ein Gepanzerter. Okay, Babys. Hallo? Okay, da kommen sie. Wobei sie, glaube ich, von dem Zaun erstmal aufgehalten werden. Schlagen eifrig dagegen. Aber wenn er gleich kaputt ist, dann können wir schön raufballern hier. Okay, here we go. Nice. Waren das nur zwei? Ja, hier ist noch einer. Also das MG macht auf jeden Fall ordentlich Schaden, das ist schon mal ganz gut.
Und da hinten kommen jetzt schon die ersten. War. Ich weiß nicht, ob wir die. Also wir können sie ein bisschen treffen. Aber auch nicht so gut. Oh, da oben ist ein Bomber. Okay, das ist nicht gut. Versuchen wir den mal auszuschalten. Aber was jetzt? Okay, es ist verschwunden. Alles klar. So, hier ein Molotov-Cocktail für dich, Bitch. Okay, Teammate hat ihn. Sehr nice, okay. So, kommen noch von einer anderen Richtung Gegner. Also hier hinten kann man auch noch ein Objekt einsammeln. Gehen wir mal hier hin. Sind es wieder die Walker? Könnte natürlich sein, dass es wieder die Walker sind, die wir einsammeln können. Das wäre nämlich ganz nice. Können wieder ein bisschen mit denen hier rumspazieren. Scheint ja ganz der Fall zu sein. Zumindest ist der Standort gleich. Wobei, hier sind jetzt keine Dinger. Ah, hier ist eine Kiste, okay. No. So, stimmt, ich habe aber keine volle Feuerpfeile. So, das nehmen wir mal ein. So, der ist down, okay. Und ich glaube, dieses Blaue macht uns Schaden. Dieses komische Glibberzeug. Oh fuck, hier können wir gar nicht raus. Okay, nice. Zwei Schuss, ist okay. Gehen wir wieder zu unserer Base. Noch 1 Minute und 18 Sekunden aktuell. So. Unsere Base ist immer noch alles super tipptopp in Ordnung. Kein Schaden soweit. Dann gehe ich mal, ich denke mal in die Richtung, weil hier ist noch ein blaues Objekt. Vielleicht bringt es ja irgendeinen Bonus oder sowas am Ende der Runde. Wer weiß, wer weiß. Ich kenne mich ja mit dem Spiel auch noch nicht so gut aus. Und ich kann ja jetzt erstmal zu meinem Fazit was sagen. Bisher ist das Spiel ganz nett. Aber ich weiß nicht, so Langzeitmotivation, so ein paar Runden zu spielen ist okay. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt schon ein bisschen ermüdet von dem Spiel. Ich habe jetzt ja, wie gesagt, ich glaube so 4 Runden gespielt. Und ja, keine Ahnung. Brauche jetzt nicht unbedingt. Oh, was ist das denn? Brauche jetzt nicht unbedingt noch so viel mehr von dem Spiel. Also es hat mich jetzt nicht so begeistert. Es ist okay, das Spiel. Macht für kurze Zeit ganz gut Laune. Aber ich weiß nicht, so viel mehr ist da glaube ich auch nicht mehr dann. Ja, also ich kann jetzt leider nicht viel mehr Positives zu dem Spiel sagen. Ist halt die Engine von dem Metal Gear 5, das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ja, und so mega geil ist die Grafik jetzt auch nicht unbedingt. Von daher, könnte meiner Meinung nach besser sein. Aber ja, ist halt leider nicht besser geworden. So, was haben wir hier noch? Normale Holz oder Zäune. Werden wir hier direkt mal am Ziel einen hin platzieren. Und ich denke mal hier vorne. Zack. Und hier, oder von hier werden auch noch Gegner kommen. Ich will mir hier mal bei der Kreuzung auch noch einen Weg hinstellen. So. Jetzt haben wir noch 3 Zäune. Machen wir hier mal einen hin. So. 2. Also aus der Richtung kommen anscheinend keine. Es war irgendwie bei einfach, kam aus allen Richtungen die Gegner und hier irgendwie nur aus paar. Verstehe nicht warum, aber gut. Oh, Walker Gear Vorrat gefunden, nice. Stell noch ein paar Pfeile her. So, und die rüsten wir mal hier raus, zack. Alles klar, das können wir alles nicht herstellen. Na gut, okay. Vielleicht noch ein paar Zäune, mal gucken. Herstellen, genau, hier Stacheldrahtzäune sind nämlich ganz nice. Vielleicht mache ich noch ein MG. Ist ja die Frage, was jetzt in der letzten Runde alles kommen wird. So, MG, achso, MG können wir gar nicht. Vielleicht noch eine Feuerfalle kommen. Zack. Und noch eine Elektrofalle. Und dann sollte es, denke ich, mal reichen hier. So. Hier durch. Warte mal, in welcher Richtung ist noch was Blaues? Hier in der Richtung. So ein bisschen reinzoomen, okay. Und mehr Blaues ist jetzt auch nicht mehr vorhanden. Gucken wir mal, ich glaube, es ist der gleiche Ort, wo wir eben waren, oder?
wo halt über diesen Zaun geklettert sind, erstmal auf den Turm und dann halt wieder runter. Ja, ist genau das gleiche Gebiet. So riesig ist es jetzt auch nicht hier. So, werden wir mal kurz mal unsere Ausdauer regenerieren lassen. Da ist die Kiste schon mal, okay. Sprinten wir schnell hin. So, und direkt wegrennen, weil er jagt sich ja hier in die Luft. Zack, vorbei. Also kein Problem, die Kiste jetzt einzusammeln. Noch 20 Sekunden und dann geht auch schon die letzte Runde hier los. Und ihr könnt ja gerne in den Kommentar schreiben, wie euch jetzt bisher so das Spiel vom Ansehen gefällt. Ist halt einfach ein Survival-Spiel, wo man halt gegen diese Art Zombies kämpft. Hat wie gesagt mit Metal Gear einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Hat eine Ausdaueranzeige, anscheinend auch so ein bisschen Ressourcenanzeige hier. Nahrung, Lebensmittel, aber das sollten wir eigentlich ja ohne Probleme schaffen. So, wir werden es gerade mal ein bisschen beschleunigen. Wenn wir ein bisschen von unserem Geld oder was auch immer da verschwenden praktisch dafür. Aus den Richtungen kommen keine Gegner, kann man anhand der Karte sehen. Und dann werden wir mal unsere schweren Pfeile, wobei, kommen wir jetzt hier gar nicht hoch. Unsere schweren Pfeile benutzen. So, bin ich mal gespannt. Zack. Zack. Ich glaube, der geht durch die Gegner durch anscheinend. So, werden wir hier erstmal versuchen, den gepanzerten, wobei, wo ist hier eine Schwachstelle? In die Klöten, glaube ich. Jawohl, zwischen die Eier oder in die Eier. Nice, okay, den haben wir ausgeschaltet, sehr cool. Ich will jetzt mal als letztes einen S-Rang erreichen für euch Leute. Und darum werde ich jetzt nochmal was hier graben, beschleunigen. Dass wir halt noch mehr Ressourcen bekommen und eigentlich haben wir auch genau 4 Minuten Zeit für die Runde, ist eigentlich ganz cool. Fallen können wir eigentlich noch platzieren. Machen wir hier eine Falle hin. Zack. So, wo eventuell noch? Hier kommen auch gleich ganz viele. Holy shit. Okay. Okay, fuck. Molotov Cocktail. So, Molotov Cocktail Nummer 1. Nummer 2. Wo ist der gepanzerte? Machen wir jetzt mal den kalt hier. Wie mache ich das jetzt hier? Feuermunition. Nice. Sehen wir schön ausgeschaltet, Leute. Sehr schön, sehr schön. Okay, wir haben hier noch Zäune, darum werden wir hier jetzt noch einen platzieren, nochmal, zack. Weil da hinten kommen nochmal mehr Gegner. Oh, hello, boy. Take this. Und, hallo, bleib bitte stehen. Okay, nice. So, irgendein Gegner hier an unserem Wurmloch-Bagger, nö. Werden wir nochmal beschleunigen, zack. Weil irgendwann müsste es ja auch mal reichen hier mit der ganzen Beschleunigung. Zur Mega-Sicherheit werden wir hier vorne mal was hin platzieren. So, was können wir noch ausrüsten? Wir haben noch eine Flammenfalle praktisch. Kommt von da oben was? Oh ja, da oben kommt was. So, hier mal ein Feuerfall für euch, Bitches. Hier müssen wir auch auf die Pfeile, auf die Beine meine ich, schießen. Zack, und der müsste jetzt auch Geschichte sein. So, hier der normale. Wow! Der ist hier ordentlich in die Luft geflogen. Machen wir hier mal direkt einen neuen Zaun hin. Zack. Und werden nochmal hier kurz nochmal beschleunigen. Weil ich will unbedingt diesen S-Rang haben. Wobei es jetzt ziemlich schwierig aussehen wird. Weil die Kollegen da nichts für leisten. So, hier meinen gepanzerten. Schön auf die Beine. Oh je. Brandmunition ausrüsten. Hallo, mach! Okay, here we go. Und den fetten hier noch. Okay, nice, okay. Die haben wir schon aufgehalten hier. Haben jetzt gewundert. Hat mich jetzt gewundert, dass das. Oh, da kommt noch mehr. So, zack. Ich überlege gerade, wir nehmen mal hier das MG. Nice, Leute, ey. Warte mal, ich glaube, ich muss mich so hin. Muss mich nicht irgendwie hinwerfen oder so? Oder rennen? Okay, rennen bringt's. Alles klar. So, von da oben kommen keine. S-Rang, ich glaube nicht, dass wir das erreichen werden, auch wenn ich hier mein Zeug hierfür verschwenden werde. Aber gut. So ist es halt nun mal, ey. Man kann nicht alles erreichen.
wo wir auf einem guten Weg sind, aber ich glaube, die Zeit ist zu kurz. Da müsste man, glaube ich, dauerhaft hier das aktivieren. Aber schauen wir mal. Vielleicht wird es ja noch was. Unser Kollege tötet hier alles schön weg. Ich glaube mir das... Oh! Teammate! What are you doing? Ich will ihn verarzten. Okay, das geht ziemlich schnell. What? Teammate! Save my ass! Teammate! Komm schon! Alter, willst du mich verarschen? Blöder Typ, Alter. Okay, Leute, es hat nicht ganz für S-Rang gereicht. Schade. Die Motherfucker! Nice, Leute. Okay, wir haben die Mission auf normal geschafft. Fast den S-Rang erreicht, aber leider nur fast. Okay, Leute. Okay, okay. Die Runde war ganz spaßig, aber wie gesagt, ist für mich jetzt kein Spiel, was ich lange Zeit spielen werde. Oder ich weiß nicht, wo einfach die Motivation lang genug ist dafür. Und ich denke mal auch nicht, dass es beim fertigen Spiel so extrem anders ist. Ist halt die Frage, ob es da jetzt eine krasse Story zu geben wird, kann ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung. Müsste man halt später irgendeinen Test zeigen, das ist ja nur die Beta hier. Kisten! 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 Ja, Goodies, ganz viele Goodies. Ja, die will ich natürlich alle haben. So, das hier noch. Zack. Ich denke mir, das ist halt so ein Spiel für zwischendurch. Ja, also nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes. Außer jetzt, die kommen halt mit so einer Mega-Hammer-Story daher, was ich irgendwie nicht glauben werde. Aber gut. So, hier unsere Gegenstände. Mal wieder nichts Legendäres oder, Episches. Wir sind Dritter. Wir haben halt nicht so viele Kills gemacht. Wir waren halt mehr in der Base und halt versucht, das alles aufzuhalten. So, schnelles Spiel beenden. Zack. Gehen wir nochmal kurz ins Menü zurück. Wie gesagt, in einem Monat kommt das Spiel dann auch raus, final. Ich denke mir nicht, dass es halt eine Beta ist, sondern eher so eine Demo-Art, weil in einem Monat ist das Spiel bestimmt schon fertig. Oder halt, ich meine, ich denke mal, das ist jetzt schon fertig. Und geht ja langsam schon in die Produktion und so weiter. Das muss ja auch noch an die ganzen Händler und so weiter alles zugeschickt werden. Das dauert ja auch ein bisschen. Gut. Irgendwas Neues für uns? Nö. Also verlassene Mine und so weiter. Aber gut, Leute. Das war's dann mit dem eine Runde angezockt von Metal Gear Survive. Ich finde das Spiel ganz okay. Es ist gut, ist jetzt, ich denke mal, gut umgesetzt, aber für mich hat es einfach nicht so eine krasse Spieltiefe, jetzt von der Beta, was ich bisher gesehen habe. Ihr könnt ja gerne in den Kommentar schreiben, was ihr dazu sagt, weil es kommen ja immer mehr von diesen Survival-Spielen, irgendwie, keine Ahnung, PUBG, Fortnite, Metal Gear versucht es jetzt auch irgendwie so ein bisschen danach, irgendwie halt dieses Survival-Gefühl herzustellen. Ist jetzt für mich nicht so besonders notwendig gewesen, irgendwie, weil Metal Gear hatte nie damit groß was zu tun, so mit Zombies oder so, diese komischen Alienwesen. Man ist in einer anderen Parallelwelt, die halt von irgendwelchen Wesen besessen ist. So, hä? What the fuck? Aber gut, Leute, ich baller hier ein bisschen rum und sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und haut rein.